kahlen Grund etwas herumzuschauen zuerst. Frau Professor Ehren, Herr Professor Sascha, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im EDA, die hier sind. Ich habe eine glückliche Zeit dort verlebt und Sie haben mit dafür gesorgt, dass dem so war. Herzlichen Dank. Wir sind so verblieben, wie Professor Sascha gesagt hat, dass ich überraschenderweise mich etwas mehr über Europa balgen werde und er die anderen Felder abdeckt. Der Band hat ungefähr 5 bis 6 Texte, die sich beziehen auf die Beziehungen zwischen der EEG und der Schweiz, also etwa einen Zehntel. Ich werde mich aber nicht allein auf diese Dokumente abstützen, wovon ja auch einiges bekannt ist, sondern er hat mich ausdrücklich dazu eingeladen, auch ein bisschen meine Haltung und meine Stimmung während der Verhandlungen, über die man oft spricht, zum Ausdruck zu bringen. Und das werde ich machen. Ich glaube, ein Appenzeller, selbst wenn er sehr kühn ist, bleibt vorsichtig. Ich weiß nicht, ob es eigentlich bewusst ist, wenn wir von der europäischen Integration sprechen oder genau vom Verhältnis EU-Schweiz, dass im Grunde genommen das Jahr 1992 wirklich mental im Jahr 1988 sehr unbemerkt begonnen hatte. Im Grunde genommen zwischen 1984 und 1988 waren die EFTA-Länder ziemlich hilflos, die Industriezölle waren beseitigt und die EFTA-Länder hatten im Grunde genommen, suchten nach Möglichkeit, nach der traditionellen Arbeitsmethode, versuchten sie punktuell Probleme zu lösen. In diesem gleichen Jahr, im Jahre 1988 aber, ist etwas geschehen, das kaum bemerkt wurde. Das Integrationsbüro wurde beauftragt, einen Bericht zu schreiben über die Stellung der Schweiz in Europa. Und im Grunde genommen, dieser Bericht hatte die einfache Aufgabe zu zeigen, was sind die Möglichkeiten und die Optionen der Schweiz. Und dieser Bericht wurde nachher mit Bundesräten und auch vorher Beamten eben diskutiert und auch verabschiedet. Aber ich muss sagen, dieser Bericht enthält einen Satz, wenn wir schon von Sätzen sprechen, aus grauer Vergangenheit, die von mir aus Potenzial haben, dann enthält dieser Satz zum Beispiel, wir sind also 1988. Nach Ansicht des Bundesrates wäre die wirklich entscheidende Alternative zu unserer bisherigen Integrationspolitik und deren Entwicklungspotenzial nur der Beitritt, Zitat geschlossen, 1988. Und ich habe dafür auch gekämpft. Wenn wir nachher, wir sprechen ja viel vom EWR und wir werden auch heute wieder viel vom EWR sprechen, obwohl ich habe weniger Tendenz vom schwarzen Tag zu sprechen, sondern von einer Abstimmungsniederlage. Ja. Aber wichtig ist beim EWR einfach, weil da, glaube ich, hat sich etwas eingenistet und vielleicht täusche ich mich, dass zu manchen Fehlschlüssen führen kann. Viele von Ihnen natürlich, weil Sie da mitgearbeitet haben, ich sehe Bernhard in der Ecke, der sich an den Bericht von 1988 besonders gut erinnert, weil er besonders viel daran gearbeitet hat. Nein, aber viele denken, dass der
ehe er nach all den Umarmungen, die er erfahren hat im Jahr 1992 und nachher, sie denken eigentlich, der EWR sei eine schweizerische Erfindung oder sogar ein schweizerisches Lieblingskind. Er war keine schweizerische Erfindung und er war nie ein schweizerisches Lieblingskind. Die Schweiz hatte sich entschlossen, in die Verhandlungen, die Präsident Delors vorgeschlagen hat, in diese einzutreten und auch dann die verschiedenen Verhandlungsphasen durchzumachen. Und man muss vielleicht, Professor Sala hat es gesagt, wir haben beschränkt Zeit, man muss knapp sein, aber ich möchte einfach zu diesen Verhandlungen sagen, aus meiner Sicht, es waren sehr angespannte Verhandlungen. Es waren sehr angespannte Verhandlungen zwischen den Unterhändlern der EFTA und der EU-Kommission. Es waren auch sehr gespannte Verhandlungen in der Koordination zwischen den EFTA-Ländern. Und es waren Verhandlungen, und das hat man vielleicht nicht so mitbekommen, weil man diese Tendenz verloren hat. Es waren Verhandlungen, in denen die Schweiz gemessen an ihrem Verhandlungsmandat am Anfang große Zugeständnisse machen musste. Große Zugeständnisse, die man nur ermessen kann, wenn man das Verhandlungsmandat kennt. Dann kann man anfangen, diese zu ermessen. Und das hatte sogar zur Folge, dass die Schweiz in gewissen Momenten mit dem Rückzug dort drohte. Im Jahre 1991 hat sich die Situation dann verschärft. Sie hat sich vor allem verschärft an der sogenannten Konsultationsfrage der EFTA-Länder, wo die EFTA-Länder nicht nur keine Mitentscheidung bekamen, sondern nicht einmal ein individuelles Konsultationsrecht, sondern nur ein Gruppenkonsultationsrecht. Und zu einer gewissen Entspannung, vielleicht nicht für alle gleich, für Kellenberger schon, zu einer gewissen Entspannung führte dann der Entscheid des Bundesrates, der dem Bundesrat Felber am 22. Oktober 1991 mitteilte, der EU-Beitritt sei fortan das Ziel des Schweizer Integrationsprozesses. Vielleicht muss ich das Wort Entspannung erklären. Das Wort Entspannung ist nicht sehr destruktiv gemeint. Die Entspannung bestand mehr darin, dadurch, dass das als Ziel erklärt wurde, wurde der EWR nicht als Ewigkeitslösung, sondern als eine Übergangslösung auf dem Weg zu diesem Ziel dargestellt. Aber das hatte natürlich zwar in der Schweiz ziemlich viel Diskussionen zur Folge, aber das war für die Unterhändler und Leute wie mich, war das eine sehr wichtige Klarstellung. Ich möchte zum EWR einfach noch sagen, seine positiven Seiten anerkennend, und die bestehen wirklich in dem breiten Zugang zum EU-Binnenmarkt, dass sie vielleicht festgestellt haben, dass seit 1992 kein europäisches Land versucht hat oder den Vorschlag gemacht hat, Mitglied des EWR zu werden. Seit 1992 kein europäisches Land. Und eine solche Mitgliedschaft würde ja über die Mitgliedschaft vorher in der EFTA führen. Das zeigt sicher auch einfach, gehört vielleicht zum Überblick in der Landschaft, in der europäischen Integrationslandschaft. Vielleicht einfach unter uns Schweizern.
unter uns Schweizern in der Delegation, da hatten wir natürlich auch sehr lebhafte Diskussionen zwischen Leuten einer mehr traditionellen Integrationspolitik und Leuten, die eine eher neue Vision vertraten. Und ich nenne das immer eigentlich die Gegenüberstellung der Leute ohne Werturteil, einfach der Gegenüberstellung der Leute, die Schweiz in Europa unter den Architekten sah. Das heißt, ein Staat mit gleichen Mitentscheidungsrechten und anderen Rechten wie die anderen EU-Mitgliedstaaten. Also ein EU-Mitgliedstaat und nicht ein zugewandter Ort mit weniger Rechten. Und andere fanden, aber der Preis dafür, und auf den können wir im Einzelnen nicht eingehen, der sei etwas hoch. Vielleicht etwas, das einfach nicht nur das Jahr 92 betrifft, sondern eigentlich eine Lehre, für mich eine Lehre sein sollte für alle Abstimmungen. Nämlich, dass man auch in sehr umstrittenen und harten Abstimmungen ist es ganz wichtig, auch wenn es schwierig ist, sich möglichst faktenbasiert zu argumentieren. Und die Debattenkultur im Jahre 1992 war sicher nicht ein Höhepunkt in dieser Hinsicht. Ich nehme einfach zwei Beispiele. Es wurde uns beispielsweise gelehrt, die Schweiz gehe unter, wenn sie zum EWR nicht Ja sage. Oder es wurde uns gelehrt, die EU sei nicht mehr zu bilateralen Verhandlungen bereit. Dabei machen wir seit 1984 nichts anderes und warten auf ihr Ende. Vielleicht zum Abstimmungskampf selber, auch auf der Linie dessen, was ich gesagt habe, aber weil er mich aufgefordert hat, auch zu sagen, eben in der persönlichen Stimmung, in der persönlichen Wahrnehmung, was ich besonders empfunden hatte. Ich hatte damals, und ich glaube, ich würde es heute genauso noch empfinden, wenn man wichtige Prozesse nicht genau und verständlich zum Ausdruck bringt und erklärt. Und das war beim EWR der Fall, wo man aus einem unverbindlichen Konsultationsverfahren, das man mit dem schönen Wort Shaping versehen hat, aus einem solchen unverbindlichen Konsultationsverfahren hat man so etwas wie ein Entscheidorgan gemacht. Dabei gab es ja keine Möglichkeiten für die Mitentscheidung. Zu 1992 werden viele Fragen gestellt im Verhältnis zum EWR und im Verhältnis zum Gesuch über den Beitritt zu den damals drei europäischen Gemeinschaften im Mai 1992. Und es wurde auch in diesem Zusammenhang auch oft die Frage gestellt, war es wichtig, der Zeitpunkt, dass es ein paar Monate vor der EWR-Abstimmung war oder war es nicht? Und da gibt es Leute, die haben verschiedene Einschätzungen. Sie haben verschiedene Einschätzungen und auch Urteile. Ich persönlich fand es wichtig. Weil es war damals eine Zeit, wo wir noch hätten beitreten können, in einer Phase, wo die EU wichtige Entwicklungsentscheide vor sich hatte. Und wo es sehr wichtig war, dass wir
ebenso wie Schweden, Finnland und Österreich unser Gedankengut einbringen könnte. Ich schließe mit bilateral, weil das Wort bilateral ist, glaube ich, letztlich doch das beliebteste Wort in der Integration. Und zum Wort bilateral möchte ich einfach sagen, obwohl wir die Bilateralität sehr gern und sehr oft gefährdet sehen, aber wir sind vor allem bilaterale Unterhändler. Seit Bestehen der EU haben wir vor allem bilaterale Verträge ausgehandelt. Es gibt auch Ausnahmen, aber vor allem bilaterale. Und es entspricht unserem Temperament, weil die Bilateralität entspricht unserem Wunsch, möglichst große Kontrolle zu haben, bei dem, wo wir uns binden. Ich möchte nur sagen, ein Rahmenabkommen ist auch bilateral. Ich danke Ihnen.